Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Weiter geht's mit Dark Souls 3. Ja, wir sind jetzt hier wieder bei diesem Leuchtfeuer, das wir entdeckt haben, als wir die Leiter runter sind, beziehungsweise diese Hängebrücke, ne? Wo kurz vor dem letzten Boss hier Volnir, wie auch immer, Volnir. Und ja, hier geht's ja zu einem optionalen Gebiet, ne? Also man muss hier nicht rein. Ist aber gar nicht so blöd, hier reinzulaufen. Weil, das hat mehrere Bewandtnisse. Erstmal liegt hier ein Haufen Zeug rum. Man muss hier immer ein bisschen aufpassen. Weil hier kommen so Pfeile geflogen. Im Intervall von 3 Stück. Ja. Aua. Ja, das meine ich. Da kommen hier immer 3 Stück gleich angeschossen hier von da oben irgendwo. Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Aber ein bisschen Loot gibt es hier halt auch noch. Aber wenn man hier ein bisschen in Bewegung bleibt und das nicht so dumm macht wie ich jetzt hier gerade. Scheiße. Dann ist das auch nicht so das Problem. Und da oben ist das Ding, ne? Von da kommt das. Das ist gleich mal voll erwischt. Oh mein Gott, ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Was wollte ich sagen? Hier kann man noch looten. Ein bisschen rollen, ne? Dann klappt das auch mit den Pfeilen. Ja, da hätten sie noch mal so eine Krebse, so eine Riesendinger. Ja, da laufen wir jetzt nicht hin. Da habe ich jetzt nicht so eine Lust drauf. Aber man muss ja halt immer ein bisschen aufpassen, wenn man hier alles looten will, ne? Noch mal eine große Scherbe. Fantastisch. So, hier ist normalerweise so ein Riesenwurmding, ne? Wie bei Dune. Wir alle kennen ja Dune, ja. Da ist hier so ein Ding, ne? Ist jetzt natürlich nicht mehr da, weil war da wieder ein bisschen zu voreilig. Aber ist nicht so wild. Können wir mal gucken, was ist denn da oben? Da sind wir wahrscheinlich gekommen, ne? Ja. Oder? Ja, und da sind wir gekommen. Okay. Gut, auf jeden Fall bei dem Ding am besten hier so links rumlaufen. Und das Ding ist eigentlich gar nicht so clever. Ja. Also wenn dieses Teil stehen bleibt und diesen Blitzangriff macht, ja, einfach am besten hier rumlaufen. Und dann kann man nämlich durch dieses Ding durch einfach hier langlaufen. Das geht. Ja. Und wird dann von dem Teil auch nicht getroffen. Also, optimalerweise natürlich, ne? Und dann kann man Schild des Verlangens. Okay, das können wir uns gleich mal angucken. Und dann kann man hier diesen kleinen Hügel nutzen. Ja, stellt euch einfach dahinter. Einfach hier hinstellen. Und stehen bleiben, das steht hier bestimmt auch. Zufluchtsort, genau. Genau, da bleibt man einfach hier stehen und wird von den Dingern nicht getroffen. Aber dieses Dune-Ding wird getroffen. Ja, und damit dann auch irgendwann getötet. Also, ne, wie ihr seht, hier seid ihr vollkommen sicher. Hier kann nichts passieren. Aber dieser Riesenwurm, der hier rumeiert, der wird auf jeden Fall erwischt, ne? Da hinten ist ein Boss, bei dem war ich auch schon mal drin und wurde gleich mal platt gemacht. Das gucken wir uns später an. Und hier rechts hoch geht es nochmal in ein anderes Gebiet rein. Da wollen wir jetzt gleich mal rein. Aber ich sehe gerade, hier ist auch noch ein Weg. Wo geht's denn hier hin? Nirgends. Aber hier kann man sich auch wieder gut verstecken, ne? Oder geht's da noch weiter? Lauf! Ne, hier ist nichts. Na gut. Schön. Sinnlos. Naja, macht nichts. Ja, wie gesagt, da ist halt noch ein Boss. Den gucken wir uns später an. Ich will jetzt erstmal hier in das Gebiet rein, was hier oben ist.
Da war ich schon mal kurz drin. Ist alles sehr verwinkelt. Weiß gar nicht, wird man hier getroffen? Nee. Ist alles sehr verwinkelt. Ich kann euch da noch zeigen, wo eine versteckte Wand ist. Da war ich schon drin. Da gibt es ein Schwarzritterschwert. Also wenn ich es jetzt finde. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Und da gibt es dann hier gleich ein Leuchtfeuer. Das habe ich dann dementsprechend auch schon entdeckt. Ach so, eins habe ich noch vergessen. Mache ich das noch schnell? Machen wir noch schnell. Das mit dem Wurm, das liefere ich nach. Ja, also... Wie gesagt, ich bin halt schon drin gewesen und ich will halt immer schon ein bisschen in die Gebiete reingucken, dass man auch ein bisschen was sagen kann. Ich werde sicherlich nicht alles entdeckt haben. Das wird mich wundern, wenn das so ist. Ne? So, und dann... Hier gibt es eine Besonderheit. Hier kann man rumlaufen. Wo ist denn das jetzt? Und da. Da kommt man ja, da ist hier so eine Wand, ja. Da kann man sich hinstellen. Und theoretisch, genau, wird die hier so zerschossen und da liegt noch was, ne? So, jetzt bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ja, Bolli. Wie sieht meine... Ah ja, das passt noch. Okay. Gut, also ab rein da oben. Deswegen habe ich übrigens auch 0 Seelen, ja. Da ist der Dämonenkönig, glaube ich, heißt der. Der hat mich einfach mal gleich mal weggepustet, ja. Aber wir rächen uns. Definitiv. Ja, das lassen wir natürlich nicht so auf uns sitzen. So, also rein in die Bude hier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das Ding abschalten kann. Vielleicht.